Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play The Whispered World. Ruben kriegt immer noch gehörigen Anschiss und leider wissen wir noch nicht so ganz, wo wir eigentlich hin müssen. Deshalb gucken wir einfach mal überall nach, gehen auch mal wieder ein Stück zurück. Vielleicht haben wir ja irgendetwas vergessen. Und vielleicht können wir ja vor allem mit unserem Werkzeug, den wir jetzt... Ah, wir könnten den Mast vielleicht mit der Axt abhauen. Wenn wir nicht rausziehen können. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Mit dem Mast kommen wir vielleicht auch an die Hose ran. Mal gucken. Na dann mal los. Jawoll! Super. Der Mast ist kaputt und ich habe Muskelkater. Was fällt mir wohl als nächstes ein? Besser Muskelkater als Maskelkater. Die Blasen. Können wir da die Socke hinwerfen? Die versenke ich lieber nicht im See. Sie sieht zwar nutzlos aus, aber sowas kann täuschen. Und was wäre mit der Axt? Die versenke ich lieber nicht im See. Sie könnten... Ja, und den Mast? Den versenke ich lieber... Er sieht zwar nutzlos aus... Aber man kann sich täuschen. Und was wäre mit dem Feuerstein? Den versenke ich... Er sieht zwar nutzlos... Aber man kann sich täuschen. Und was wäre... Wir werfen ein Zahnrad rein, es kommt ein heiles Zahnrad raus. Das Zahnrad ist nicht dreckig, es ist kaputt. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, in der Tat. Und was ist mit dem Zettel? Du kannst ihn ja eh nicht lesen. Den versenke ich... Er sieht zwar nutzlos... Können wir denn hier an der Statue was mit dem Feuerstein machen? Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon seit mehreren hundert Jahren. Unberührt, unerschütterlich, unverändert. Und das soll auch so bleiben. Okay, aber möchtest du nicht trotzdem mit dem Taktstock mal ankloppen? Diese Statue ist wie ein Dirigentenpult. Leider fehlt das Orchester. Aha. Das könnte sich als interessant erweisen. Fünf Noten und fünf Arme. Ja. Das könnte... Das bedeutet noch irgendetwas. Der Mönch ist ja auch noch irgendwo. Ich würde mal sagen, wir schnabbeln uns jetzt einfach erstmal die Hose. Wenn wir die Hose haben, dann geht es weiter. Nein, mit dem Stab komme ich da nicht ran. Wie, mit dem Stab kommst du da nicht ran? Wofür zum Teufel? Ach, wir könnten den Stab natürlich jetzt... benutzen, um ihm dem Hund in den Mund zu stecken. Und sowas in der Art habe ich ja schon gedacht. Kriegt dann Bando immer noch Anschiss? Nein, kriegt er nicht. Wo? Wer wagt es mich? Ja, ist ja gut. Hallo nochmal. Du schon, was willst? Nix, wir wollen wieder gehen. Bis später. Genau, lass mich. Wir gehen hier raus, ja? Ich hoffe, du... Ah ne, jetzt ist er wach, jetzt dürfen wir da nicht mehr rausgehen. Schade, wäre lustig. So, wir gehen da nämlich raus und dann stecken wir dem Stab nämlich dem Hund da in den ins Maul. An sowas habe ich schon mit dem Dirigentenstock gedacht. Sei mal ein bisschen mutig, Cedric. Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, als von einem Krokodil zu uns zerfleischt, wenn ich mich... Und Ruben über den Kopf ziehen? Wir dürfen Ruben nicht aufwecken. Ja, wir dürfen Ruben töten. Wir dürfen Ruben. Narf. Ich war mir so sicher, dass es damit... Die Socke vielleicht. Vielleicht kann ich dem Tier damit das Maul stopfen. Auch wenn ich arg bezweifle, dass ich da schnell genug einen Knoten reinbekomme. Ich muss lebensmüde sein. Ja, wie? Mach's doch einfach. Ach, Mensch. Schade. Ich dachte schon, ich hätte die Lösung all meiner Probleme gefunden. Aber die Einsatzmöglichkeiten für einen Holzstab sind offenbar doch stark begrenzt. Verarsch mich nicht so, Mensch. Willst du wirklich nicht, ja? Was mit Spot? Spot trägt keine Socken. Er sieht damit lächerlich aus. Sogar mehr als sonst. Auch wenn ich... Ich muss lebensmüde... Ja, wärst du doch mal lebensmüde, du Dussel. Ach, Menno. Dieser blöde Hund, der weckt uns auf. Den müssen wir zum Schweigen bringen. Schade. Ist eigentlich egal, wie rum man kombiniert? Schade, ist egal, wie rum man kombiniert. Habadombombeng. Ich habe noch viele andere Gegenstände, die ich wahllos miteinander kombinieren kann. Ja, das hast du. Jetzt haben wir die Socke. Mal sehen, was Bando Neues zu erzählen hat. Hallo nochmal. Ach du, schon wieder. Hast du das Nebelhorn geblasen? Ich habe ganz schön Ärger bekommen. Ja,
Ja, es tut mir leid, dass ich dir die Probleme bereitet habe. Es tut mir leid, sollte ich dir Probleme bereitet haben. Mach das nie wieder. Okay? Ich kann nichts versprechen, was ich ohnehin nicht halten kann. Sehr löblich. Nicht wahr? Was sind das noch gleich für Vögel? Was sind das noch gleich für Vögel? Putzige Tierchen. Und sehr musikalisch. Ruben hat Angst, dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Molachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Und wohin führt die Tür im Nebenraum? Wohin führt die Tür im Nebenraum? Die Tür führt auf die andere Seite der Insel. Aber wir gehen nicht mehr dorthin. Warum? Treibt ein großes Monster dort sein Unwesen? Gibt es einen Vulkan? Kannibalen? Ihr bekommt die Tür nicht mehr auf, stimmt's? Du hast es erfasst. Wegen deiner früheren Jobs. Die gute alte Zeit. Was willst du wissen? Was war das nochmal mit der Fabrik? Wie war das nochmal mit der Fabrik? Ach, das waren Zeiten. Ich hatte die schnellste Schaufel diesseits des Herbstwaldes. Es war das Allerschönste, in der Hitze des Hochofens Kohle zu schaufeln. Über mir der ohrenbetäubende Lärm der Perlenpresse. Bam! Boom! Sieh her, Mutter Natur! Hier wird mit Muskel und Maschinenkraft dein Meisterwerk übertroffen! Bando, ich warne dich! Nichts hält ewig. Und das mit der Glocke? Wie war das nochmal mit der Glocke? Ach, das waren Zeiten. Jeden Mittag, wenn es Essen gab, lief ich zum Dorfeingang und läutete die Glocke. Der Schall war über den ganzen See zu hören. Dong! Dong! Hört her, Bewohner des Sees! Bando sagt euch, es ist Mittagszeit! Legt euer Tagewerk beiseite! Nun wird gegessen! Dong! 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 Bando, nur eine weitere Störung und ich dreh durch! Aber das war einmal. Na, eine weitere Störung habe ich noch. Wie war das noch gleich mit dem Schreihaus? Ach, das waren Zeiten. Immer, wenn Schiffe auf die Insel kamen, durfte ich das große Horn blasen. Tötere! Bando wacht über diesen See. Sein Ruf schallt bis Corona. Tötere, tötere! Bando, wie oft muss ich es noch sagen? Verhalte dich gefälligst ruhig. Ja, diese Zeiten sind vorbei. Herrlich, vergiss es. Vergiss es. Schon passiert. Noch was? Ja, tschüss. Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich, Bando! Ruhe da unten! Bando ist so herrlich. Der hat einfach so einen herrlichen... Der lebt richtig für seinen Beruf. Ist dahinter was? Oh, ein Mauseloch. Das Loch ist dunkel und leer, wie meine Zukunft. Kann denn Spot vielleicht als Feuerspot vielleicht? Sieh mal, Spot, hier ist eine Wohnung frei geworden. Dachtest du etwa, du könntest auf ewig bei mir wohnen? Sieh mal, Spot, dachtest du... So wird das nichts, vielleicht mit dem Taktstock? Nein, das passt hier nicht. Ich hab 'ne Idee. Die Socke stinkt bestimmt nach Käse und Käse und Mäuse. Das würde nichts bringen. Die Maus scheint im Moment nicht da zu sein. Und der Mast? Das würde nichts Und der Zettel? Warum sollte ich das da reinstecken, damit es anschließend nach Maus riecht?
Ja! Natürlich! Weil dann haben wir was, mit dem der Hund spielen kann. Ich habe noch viele andere. Ich dachte, jetzt kann man den Stein da reinpacken, das nach Maus riechen lassen und dann den Hund vielleicht ein bisschen beschäftigen. Das würde nichts bringen. Ja, aber... Die ganze Welt ist voller Hürden und Hindernisse und ich verschwende meine wenige Energie an einer Tür, die nicht einmal verschlossen ist? Ich bin so Ja, du bist so jämmerlich. Ja. Nein, das passt hier nicht. Das Mauseloch sollten wir uns aber auf jeden Fall noch im Hinterkopf behalten. Das würde nichts bringen. Die Maus ist im Moment nicht da und Spot möchte da auch Sieh nicht mal hin. Spot. Da. Gut, ansonsten ist hier erstmal soweit nichts mehr von Bedeutung. Haben wir denn schon versucht, alles zu kombinieren, was man kombinieren kann? Ich verstehe ja nun wirklich, aber dass man einen Dirigentenstab nicht auf die... Ja. Schade, ich dachte aber... Ja. Über einen Mangel an Feuerholz kann ich mich schon... Können wir denn die Kerzen jetzt ausmachen? Ich meine, dann können die Vögelchen kommen. Ich mag Kerzenlicht. Es erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Ja, können wir die auspusten? Ah! Ich mag es. Aha! Dann kommen nämlich die Vögel. Und wenn die Vögel kommen, haben wir was zum Musizieren. Kalida, wir kommen! Und dann wird gebimmelt und gebommelt. Alles schön auspusten. Immer frisch auspusten hier. Gute Nacht, Mama. Das könnte bedeuten, dass die Vögel jetzt hierher kommen. Und dann sich dort zu fünf draufsetzen und dann... Gute Nacht, Mama. Vielleicht können wir dann Musik machen. Mit einem Dirigentenstab vielleicht sogar. Diese Statue ist wie ein Dirigentenpult. Leider fehlt das Orchester. Die Vögel fehlen, ja. Die brauchen wir jetzt. Wozu? Tja... Vielleicht müssen wir jetzt... Vielleicht ist es noch zu hell. Ich glaube, ihr Lieben, wir sind auf einer richtig guten Fährte. Wir hätten die wieder alle angemacht. Und jetzt daran zu bimmeln? Brando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Wir müssen alle Kerzen auspusten. So viel ist sicher. Damit wir die Vögel anlocken. Na? Der Vogel jetzt wiederkommt? Schön dunkel. Hier ist alles schön dunkel. Nur da oben ist es noch hell. Können wir hier vielleicht das Licht auch ausmachen? Nein, du sollst dich darauf stellen und die Kerze da oben auspusten. Lass es hochen. Nimm am besten Spot. Bläst du etwas? Müssten jetzt nicht. Haben doch jetzt eigentlich fast alles Licht ausgemacht. Gibt es denn sonst noch irgendwelches Licht? Ihr Lieben, ich würde sagen, an der Stelle eine kurze Pause. Dann sehen wir uns gleich wieder.
Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Auf Wiedersehen.